Lied, das heißt The Muffin Man. Schreibt mir dann, was ihr festgelegt habt, aber auf Insta schreiben. Jawohl, mein General. Ja, ich übe noch. Ich rede zu schnell. Soll ich langsamer reden? Du kommst mit Fragen beantworten nicht hinterher. Okay, dann lehne ich mich jetzt zurück und trinke erstmal was. Ich warte auf deine Antworten, Apex. Finde ich irgendwie geil. Darf immer nicht so auf den Chat immer gucken. Muss mehr in die Kamera gucken. Oha. Arbeit, Sport, Kochen, Essen, Duschen und jetzt hier. Wow, krass. Mein Tag war gut. Ich habe heute früh im Sonnenaufgang einen schönen Spaziergang gemacht mit meinem Hund. Dann habe ich gearbeitet. Dann habe ich noch ein bisschen die Sonnenstrahlen genossen. Dann habe ich entschieden, dass ich heute meine Stream-Einstellung mache. Ich muss euch gleich mal was erzählen. Mich hat es mal ganz übel auf die Fresse in Köln im Herbst geregnet gehabt. Und es lag ein bisschen Matschzeug auf den Stufen. Und ich bin da runtergelaufen. Mich hat es so böse gemault. Mir hat es einfach die Füße weggezogen und ich bin dann mit drei Wirbeln, hier einer hier unten und dann einer in der Mitte und einer Richtung Hüfte, genau auf die Kante, so, von der Treppe. Also da, die Stufen sind ja immer so und mich hat es genau hier drauf gehauen. Da dachte ich auch, jetzt stehe ich nicht mehr auf. Hallo und willkommen im Stream, der eigentlich nur ein Teststream werden sollte und jetzt sitzen wir hier schon wieder. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Meine Haare sind auch... gefallen mir heute gar nicht. Ich brauche einen Friseur! Friseur! SOS! FBI, open up! I need a Friseur! Ich habe eine Frage. Achtung, sagt der Nils. Habt ihr irgendwelche krassen Geschichten? Ja? Habe ich ja gerade erzählt. Mich hat's in Köln gemault. Long story short. Ich bin der John! 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 Und ich bin die Barbara. Du hast die Dorfkirche halb abgefackelt. Boah, Magenspiegelung. Oder so eine Darmspiegelung muss auch widerlich sein. Du hattest ein Verhältnis mit einer 44-Jährigen. Boah, solange sie hot ist, spricht ja nichts dagegen, ne? Freiwillige vor, wer möchte eine Darmspiegelung für uns testen? Hallo? Ich sehe es schon. Keiner. Bäh. Ich kenne aber auch gar keinen, den ich fragen könnte. Ich habe sehr gute Knochen. Mir ist auch mal ein Pferd auf den Fuß gesprungen. Wenn das der Fuß ist, dann war das wie so ein Ei da drauf. So ist es angeschwollen. Es war gar nichts. Es war wirklich nur hart geprellt. Ich bin Linkshänder und dreimal darfst du raten, welches Handgelenk richtig ist. Ja, das ist aber immer so. Das ist immer so. Ich hatte auch meine Sehnscheidenentzündung und die war auch natürlich rechts. Boah, das ist richtig belastend. Ich finde auch, wir schreiben jetzt eine Beschwerde an den Bundesgerichtshof, dass der Streamlabs-Bot uns alle... Was macht er denn eigentlich? Er zensiert uns? Er mobbt uns auch. Ja. Oh, ja. Wir sind alle Bots, ja. Dann kann ich euch auch nicht helfen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Warte, das schreiben wir gleich auf. Schauen wir gleich mal auf. Das ist doch sehr gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hä? Okay, ich lerne Twitch. The Drops? Wie heißen die denn? Error. Leonie Exes Stop Working. Dann habe ich mir noch was ganz Geiles ausgedacht. Wenn mal richtig viele Leute sind, dann machen wir mal richtig geil einen drauf. Weiß, schwarz, gelb, geil. Perfekt. Und Regenbogen. Ja. Ich freue mich schon so drauf. Das wird so cool. Hihi. Ich habe große Pläne mit euch. Hauptsache,
Wir haben Spaß, ne? Ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Helft diesem Kind, es ist dumm. Auf euch ist Verlass. Nein! Nein! Ich will nicht gehen! Miau. Ruff. So einen Anstand machen und rückwärts durch die Bude hüpfen, wenn ihr Bock dazu habt. Ich bin ein Rottweiler-Baby. Flauschigen Abend noch und fluffige Träume, das ist doch mal ein Schlusswort.